Wir waren beim Japaner essen. Du kriegst ja mittlerweile nicht einfach nur Essen. Du kriegst so fancy Trockeneis, Nebel und Ding und boah, sieht aus, aber wenn du Hunger hast, ist dir wurscht, du willst es einfach essen. So. Und dann kam die Bedienung, kam mit dieser riesen Platte, stellte die auf den Tisch und sagt nicht guten Appetit, sondern so, und jetzt dürfen Sie alle vom Essen ein Foto machen. Ich so, aber dürfen es auch essen? Weil ich hatte wirklich Angst. Weißt du, so klick und dann nimmt die das wieder mit und zum nächsten Tisch. Ja, sie dürfen das fotografieren. Das geht immer so weiter. Ich meine, wo führt das hin? Verstehst du? Wenn immer, keine Ahnung, gibt es ein Selfie nach dem Tod? Also solche Dinge, man fragt sich das mittlerweile. Influencer-Familie, ich stelle mir so vor, die sitzen beim Abendessen, da wird ja gar nicht mehr gebetet. Die sitzen da und die Mutter sagt: So, jetzt macht jeder noch ein Foto vom Essen und dann. Amen. Bulimie heißt, du gehst aufs Klo und löscht die Bilder. Also das ist.